Jorge João Ngomundai. 27. Dezember 1962 in Kimoyo, Mosambik, 6. April 1991 in Dresden, wurde das erste Todesopfer eines rassistischen Überfalls in Dresden nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Gedenkplakette am Haus Holbein, Straße 42. Jorge Ngomundai kam 1962 in Kimoyo, Mosambik, zur Welt, wo er gemeinsam mit den Eltern und einem Bruder aufwuchs. Die Familie erlebte den Bürgerkrieg im Land und zog mehrfach in der Region um. Ngomundai kam im Alter von 18 Jahren 1981 als Vertragsarbeiter in die DDR. Er lebte zunächst in einem Dresdner Ausländerheim und arbeitete im Schlachthof Dresden. Zuletzt wohnte er in einer Wohnung in der Holbeinstraße 42. In der Nacht zum Ostersonntag 1991 stieg Jorge Ngomundai in der Dresdner Neustadt in den letzten Wagen einer Straßenbahn ein. Es war circa 4 Uhr nachts, als am Albertplatz eine Gruppe von circa 14 erkennbar rechtsgerichteten Jugendlichen den gleichen Wagen betrat. Diese wurden schon seit dem Vorabend von einer Polizeistreife beobachtet, da sie randalierend durch den Dresdner Norden gezogen waren. Sofort nach dem Einsteigen wurde Ngomundai von einigen Jugendlichen aus der Gruppe rassistisch beleidigt und angegriffen. Etwa 150 Meter nach Verlassen der Haltestelle bemerkte die Straßenbahnfahrerin, dass während der Fahrt im letzten Wagen eine Tür geöffnet wurde. Sie bremste die Bahn ab, stieg aus und fand Jorge Ngomundai neben den Gleisen blutend am Boden liegen. Ein zufällig vorbeifahrendes Taxi hielt ebenfalls am Tatort an. Während der Taxifahrer die Polizei verständigte, leisteten die beiden Insassinnen erste Hilfe. Jorge Ngomundai wurde sofort in die Medizinische Akademie Dresden gebracht und mehrmals operiert. Der 28-Jährige wachte aus der Bewusstlosigkeit nicht mehr auf und verstarb nach fast einer Woche am 6. April 1991 an den Folgen seiner Kopfverletzungen. Sein Sarg wurde nach Kimoyo überführt. Am 11. April 1991. Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jorge Ngomundai Gedenktag im Namen des Vorbereitungskreises und der Familie, der ich die Gelegenheit hatte, im November letzten Jahres bei meiner Reise in Mosambik besuchen zu dürfen. Sie lassen sich auch herzlich bedanken bei den Spendern, die in der zurückliegenden Zeit für Sie gespendet haben. Und es geht Ihnen gut. Mein Name ist Emiliano Scheimite. Ich werde Sie heute das Programm führen. '91 wurde Ngomundai bei einem Trauergottesdienst in der Kreuzkirche gedacht. Anschließend zogen die 7000 Besucher des Gottesdienstes zu der Stelle zwischen Hauptstraße und Albertplatz, an der Ngomundai aus der Straßenbahn gestoßen worden war. Störungen durch mit Ketten und Schlagstöcken bewaffnete Rechtsradikale, die den Besuchern des Gottesdienstes faschistische Parolen zuriefen, wurden durch die Polizei nach Handgreiflichkeiten unterbunden. Die polizeilichen Ermittlungen waren zum Teil unzureichend, da die Polizeibeamten vor Ort von einem alkoholbedingten Sturz ausgingen, wurden kaum Spuren gesichert und auch keine Zeugen vernommen. Die Polizei nahm erst nach dem durch Ngomundais Tod einsetzenden Medieninteresse erneut Ermittlungen auf, welche sich über 2 Jahre hinzogen. Der Prozess gegen die verdächtigen Personen fand auf öffentlichen Druck hin nicht am Dresdner Amtsgericht, sondern am Landgericht Dresden statt. Die gesamte Verhandlung gestaltete sich als überaus schwierig, da die Ermittlungen von einer Reihe von Versäumnissen begleitet wurden. Wegen der unzureichenden Spurensicherung und der fehlenden Personenbefragung direkt am Tatort benötigten die Ermittlungsbehörden eine geraume Zeit, um Tatverdächtige und Zeugen ausfindig zu machen. Darüber hinaus wurde ein Videofilm der späteren Täter ohne Auswertung gelöscht, der Bahnwagen zwischenzeitlich ohne weitere Spurensicherung verschrottet und ein Vernehmungsprotokoll wegen fehlender Unterschriften als ungültig bewertet. Rechtsextremistische Anhänger störten den Prozess wiederholt, indem sie direkt an der Verhandlung teilnahmen oder als vermeintliche Zeugen während des Verfahrens auftraten. Ging die Staatsanwaltschaft bis kurz vor Ende des Prozesses davon aus, dass Ngomundai in der Tatnacht aus Panik selbst aus der Bahn gesprungen sei, wurde im Prozess durch einen Aussteiger aus der Neonazistszene ausgesagt, dass Ngomundai mit vorgehaltenem Messer zu dem tödlichen Sprung aus der fahrenden Straßenbahn gezwungen worden sei. Letztlich konnte jedoch laut Gericht nicht endgültig geklärt werden, ob Ngomundai aus der Bahn sprang, ob er stürzte oder gestoßen wurde.
Der Prozess endete im Oktober 1993 mit der Verurteilung von drei Angeklagten. Der Hauptangeklagte wurde zu... Am 6. April starb in Dresden der damalige mosambikanische DDR-Vertragsarbeitnehmer Jorge João Komondai. Es waren ca. 4 Uhr des Sonntages, Ostersonntages. Da stieg Jorge am damaligen Platz der Einheit, heute Arbeitsplatz, unweit von hier, in eine Straßenbahn. Kurze Zeit später fand die Straßenbahnfahrerin Jorge Komondai neben den Schienen liegend, am Boden, blutend. Die herbeigerufene Polizei vermutete eine Trunkenheit. Jorge überlebte diese Verletzung nicht. Er starb am 6. April zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Die zwei Mitangeklagten erhielten eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten sowie eine Geldstrafe. In allen drei Fällen ging das Gericht im Strafmaß über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Die Ermittlungen gegen 8 weitere Verdächtige wurden bereits im Vorfeld eingestellt. Jährlich findet am Todestag von Jorge Komondai ein Gedenkgottesdienst mit anschließender Demonstration am Tatort statt. Organisiert wird dieser Tag vom Ausländerrat Dresden eingetragener Verein sowie Kirchen- und Menschenrechtsgruppen. Während der sogenannten Komondai-Gedenkwoche, die am 7. April beginnt, finden zudem unregelmäßig weitere Veranstaltungen statt, darunter Ausstellungen über das Gedenken an Komondai, der Komondai Cup, ein vom Ausländerrat Dresden und dem Fanprojekt des DSC organisiertes Fußballspiel, fand 2008 zum 8. Mal statt. Seit 1993 existiert am einstigen Wohnhaus von Jorge Komondai in der Holbeinstraße eine Gedenktafel. Im gleichen Jahr wurde am Tatort ein Gedenkstein eingeweiht, der als Stein des Anstoßes anfangs vorläufigen Charakter hatte, aber seitdem als dauerhafter Gedenkort genutzt wird. Der Gedenkstein wurde mehrmals geschändet und umgeworfen. Im Jahr 1995 wurde von Monika Hielscher und Matthias Heder der Dokumentarfilm Jorge fertiggestellt und am 4. Todestag Komondais aufgeführt. Während der Dreharbeiten stießen die Filmemacher auf eine Mauer aus Schweigen, da sich viele Zeugen aus Angst vor rechtsextremistischen Repressalien nicht öffentlich äußern mochten. Gleichzeitig erfuhren die Eltern von Jorge Komondai erst durch die Dreharbeiten in Mosambik von den vollständigen Umständen seines Todes. Nach einem Vorschlag des Ausländerbeirates der Stadt Dresden beschloss der Stadtrat 2006 die Benennung des Platzes in unmittelbarer Nähe des Tatortes in Jorge Komondai Platz. Er wurde am 30. März 2007 im Beisein der Mutter und eines Bruders von Jorge Komondai sowie des mosambikanischen Botschafters Carlos dos Santos eingeweiht. Es war bundesweit das erste Mal, dass ein Platz nach einem Opfer rassistischer Gewalt benannt wurde. 1991. Die Ermittlungen führten bald ganz schnell zu rechtsradikalen Szene, was uns alle nicht verborgen geblieben ist in den letzten Zeiten. Nun zum Ablauf. Ich habe mehrere zu Hause, ne? Ich warte an. Andrzej Fraczak. Amadeo Antonio Kiowa. Klaus Dieter Reichert. Nihat Yusufoglu.